Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Sinn des Lebens. Wir sprechen heute mal über eine ganz besondere Meditationstherapie. Von der Mali-Meditation sprechen wir heute. Dafür habe ich Wolfgang da. Er hat die Meditationstherapie entwickelt. Und es ist unglaublich, wenn man viele Verbindungen wieder schafft durch Berührung. Ja, auch die Liebsten um sich rum wieder integriert, auch in die Fürsorge, in die Begleitung, gerade auch nach einer Diagnose, vielleicht eventuell auch eine Krebsdiagnose, die auch das ganze System so ein bisschen ja aus den Bahnen geraten lässt. Und wie diese Meditation hilft, eine gute Verbindung zu schaffen, das erfahren wir heute. Bleiben Sie dran. Hallo lieber Wolfgang, schön, hallo, dass du da bist. Ich freue mich auch. Wir haben schon ein paar Interviews gemeinsam gehabt. Und ich fand es ja ganz faszinierend, du hast eine Meditationstherapie entwickelt, in der du wirklich die Komponenten aus der Kirche wie Beten, wobei das jetzt religionsunabhängig ist, kombinierst mit Berührung und eben auch eine gute Anbindung wieder zu schaffen. Und hast es dadurch geschafft, dass so viele Menschen auch in der Lage waren, ihren Krebs selbst zu heilen? Ja, genau. Das passiert eben dadurch, weil diese Meditation als erstes aus der Angst herausführt. Weil jede Krebsdiagnose ist mit Angst gepaart und praktisch mit dem Placebo-Effekt, ich könnte vielleicht daran sterben. Mhm. Und in dem Moment entwickelt man natürlich eine unwahrscheinliche Angst, weil kein Mensch will sterben. Ich habe auch Patienten da, die schon 80 oder 85 sind. Die denken gar nicht dran, um zu sterben. Die wollen gesund werden. Und wenn man jünger ist, ist das natürlich ganz, ganz schrecklich, wenn man so eine Diagnose bekommt und auch die Situation entsteht, dass ich eventuell nicht gesund werden kann, weil es schulmedizinisch nicht geht. Aber ich sage immer, Heilung ist immer möglich. Es gibt nichts, was unheilbar ist. Wichtig ist, die innere Einstellung und die Kraftquelle zu finden, dass ich aus der Angst rauskomme. Und das ist der Schlüssel, warum so viele Patienten wieder gesund geworden sind, weil sie sich von der Angst befreit haben und nach vorne geschaut haben. Nicht sitzen bleiben, nein, so wie der Ingo jetzt, der jetzt zugeschaltet wird, der einfach aktiv ins Leben weitergeht und sich nicht im Grunde genommen aufhalten lässt von so einer Diagnose. Und das ist der Schlüssel, um rauszukommen. Super. Ja, dann sage ich mal direkt Hallo Ingo aus Berlin. Vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, weil es ist immer so wertvoll. Natürlich ist es schön, wenn wir Gäste hier haben, die erzählen von ihren Methoden. Aber umso schöner ist es, wenn wir wirklich Patienten oder auch Menschen haben, die über ihre eigenen Erfahrungen sprechen. Und von daher vielen Dank. Und Ingo, ich bin ganz neugierig, wie so deine Geschichte ist. Meine Geschichte, die beginnt sehr unschön. Also der Wolfgang hat eigentlich schon alles in dieser Einleitung erzählt. Man bekommt diese Diagnose, die war bei mir in dem Fall recht deftig. Ich habe malignes Melanom, also Hautkrebs, der hat gestreut. Bei mir sind alle Organe belegt mit Tumoren und ich habe allein 12 in meinem Kopf. Also ich habe viele Gäste zu Besuch hier bei mir. Und es ist genauso, wie Wolfgang das eben erwähnt hat, das hebelt einen komplett aus dem Leben. Also komplett. Dazu kam noch die Aussage, gut gemeinte Aussage von behandelnden Menschen, gehen Sie nach Hause und klären Sie, was Sie noch klären können. Wir geben Ihnen so 6 bis 12 Wochen. Das ist jetzt über 2 Jahre her. Und ich habe einen sehr guten Freund in Hamburg, den der Wolfgang auch kennt. Und der hat mir vom Wolfgang erzählt. Und ich bin wirklich auf der Suche nach Wegen, mein Leben so schön, wie es geht, und es geht sehr schön, man mag es kaum glauben, auch mit meiner Diagnose, weiterzuleben. Und habe dann zu dem Wolfgang Kontakt aufgenommen, damals noch Herr Mali. Mittlerweile sonne ich mich darin, dass ich ihn Wolfgang nennen darf. Und er war dann sehr schnell dabei, Zeit für mich zu haben. Und ich bin dann tatsächlich rübergefahren, quer durch Deutschland,
weil der Aufwand in keinem Verhältnis stand zu dem, was ich mir davon versprochen habe. Und es ist tatsächlich so gewesen. Und nun habe ich nicht den christlichen Bezug, den der Wolfgang hat, aber dennoch kann man so viel da mitnehmen. Und alleine mit dem Wolfgang Mali zu reden, ist schon prägend. Also zumindest für mich, dieser Mann hat eine Ausstrahlung, die mich muss man erstmal beeindrucken, aber die das war umwerfend. Also ich habe ihm gleich sehr, sehr viel Vertrauen. Wie gesagt, hatte am Anfang meines Gangs nach Canossa hatte ich eine linksseitige Lähmung und meine ganze linke Seite war gelähmt. Man hat mir gesagt, dass es unter Umständen sich nicht mehr ändern kann, weil die Nerven abgestorben sind. Ach, lauter so grauselige Geschichten. Aber zum Thema linksseitig gelähmt kann ich Ihnen nur meine linke Hand mal zeigen. Super. Vielleicht beweist genug, dass es tatsächlich auch noch andere Wege gibt. Das heißt, wie gesagt, nicht so ähnlich wie es auch bei der Meditation beschrieben wird im Vorwort, dass die Schulmedizin, dass ich die irgendwie ablehne oder so, um Gottes Willen. Die Schulmedizin hat mir das Leben gerettet. Das steht völlig außer Frage. Ich hatte Blutung am Kopf, Sie sehen hier auch diesen Narbe, man hat mir das Gehirn geöffnet. Ich bin in die Charité überstellt worden, die waren super fit, super schnell, auch sehr nett. Auch sehr einfühlsam, das muss man auch an der Stelle mal sagen dürfen. Und die haben eigentlich dafür gesorgt, dass ich mich dann danach neu aufstellen konnte. Und neu aufstellen heißt tatsächlich, dass das ganze Leben einmal mit dieser Diagnose auf den Kopf gedreht wird. Es beginnt bei der Arbeit, die ich nicht mehr machen kann. Und es endet bei zwischenmenschlichen Geschichten, die auch erstmal aufgrund dieser Diagnose brachial geprüft werden und beansprucht werden. Man darf sich nicht entmutigen lassen. Und wie gesagt, ich habe für die Schulmedizin viel übrig, aber ich war immer auf der Suche nach Alternativen. Und der Wolfgang ist eine sehr, für mich, ein sehr probater Weg, mich immer wieder noch zu halten, mich nicht zu verlieren und mich zu motivieren. Ich gehe noch ein paar andere Wege, ohne jetzt den Rahmen sprengen zu wollen, Alternativen. Ich habe einen fast aktiven Tagesablauf. Ich gehe morgens zum Sport. Danach gehe ich immer in den Wald, 8 Hertz. Jeder, der sich damit beschäftigt, wird verstehen, was ich erzähle. Da bin ich eine Stunde unterwegs. Dann habe ich einen sogenannten Multiwellen-Oszillographen nach Tesla, den ich auch für sehr passabel halte, nicht meine Motivation durch Wolfgang. Und all diese Säulen, die geben meinem Leben einen Halt, in bestimmter Form auch einen Sinn und machen es schön. Also ich lebe entspannt, ich lebe progressiv, ich lebe optimistisch und ich habe überhaupt keine Lust auf diese Diagnose, auf dieser Diagnose zu resignieren. Sehe ich nicht ein. War das von Anfang an schon so? Mich interessiert natürlich immer dieser Punkt der Diagnose, wo dann der ein oder andere Patient wirklich in so eine Schockstarre verfällt. War das bei dir auch oder hattest Absolut. Du schon eigentlich so einen Widerstand und sagst, nee, das lasse ich mir gar nicht überstülpen? Ja, also im ersten Augenblick fällt man ins Bodenlose. Also es sind so plakative Begriffe, die ich jetzt hier benutze, aber es ist eine unfassbare Situation, die ist absolut surreal, unwirklich. Du sitzt da in so einem grausamen Arztzimmer und die erklären dir, dass die Vermutung, Tatsache wird. Und das ist der schrecklichste Moment meines Lebens gewesen, würde ich mal jetzt so aus der Kalten sagen. Und ich hoffe, ich erlebe nicht noch schlimmere Dinge. Aber das war unfassbar. Man hat eigentlich bei mir vermutet, dass ich einen Schlaganfall habe, weil die Lähmung in der Hand erstmal auftrat und. Letztendlich, ohne jetzt ins Detail zu gehen, ist ein Tumor hat eine Umgebung, die heißt Ödem und diese ist sehr empfindlich und die ist gerissen. Und dann hat es eine Raumforderung in meinem Kopf gegeben, weil Blut in mein Gehirn eingesickert ist. Und daraus resultierte die Lähmung und dadurch sind wir darauf gekommen und dann dachten die einen Schlaganfall und dann wurde der Schlaganfall,
zum kompletten Albtraum, wir haben da was gefunden. Und dann haben sie mich richtig bockgestellt und dann wurde das immer verrückter. Also mein ganzer Körper ist metastasiert, mein Kopf, wie gesagt, 12 Freunde habe ich allein in meinem Kopf sitzen. Und ja, sie können sich keinen Begriff machen, in welches Loch ich da gefallen bin. Ich wusste wirklich nicht, wie es weitergehen soll und habe auch eine Zeit gebraucht, um mich da wieder rauszurappeln und Lebensmut zu finden. Nicht zuletzt, und jetzt sind wir wieder bei dem, warum wir heute hier zusammensitzen, aufgrund so einer Motivationshilfen, wie Wolfgang sie der Welt und mir geschenkt hat. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie hast du die Meditationstherapie bei dir umgesetzt? Also es ist nicht so, ich bin da nicht so dogmatisch, dass ich jeden Tag zu einer bestimmten Zeit jetzt hier die Therapie mache, aber die strahlt ja in alle Bereiche deines Denkens, deines Seins, diese positiven Aspekte davon, dass man sich eben auch die schönen Dinge vor Augen führt und dass man, da muss ich tatsächlich sagen, da habe ich von Wolfgang abgehört, dass man eben auch Konflikte versucht anders zu bewältigen. Also ich bin wesentlich nachgiebiger geworden und habe damit sehr gute Erfahrungen, gehe anders auf die Leute zu, leiste mir einen bestimmten Stursinn nicht mehr. Da sind schon prägende Momente, die einen dann durch diese neue Zeit, durch dieses zweite Leben eben durchtragen. Wolfgang, wenn du jetzt Ingo so hörst und siehst, du hast ihn ja jetzt auch einen Weg begleitet, was kannst du so zu dem ganzen Wandel, oder? Also ich empfinde es schon so ein bisschen als Wandel, ja, wie er es beschreibt. Nein, das ist, bei Ingo ist mir auch ganz klar geworden, es gibt keinen stereotypen Menschen. Ja, wir sind alle anders. Und Liebe erreicht alle Bereiche, alle Menschen in allen Bereichen. Der Ingo ist kein Professor, der Ingo ist pragmatisch, ein pragmatischer Mensch, ja, der im Grunde genommen das macht, was er fühlt. Er lebt sehr seine Gefühle und er ist kein Theoretiker. Aber auch ihn erreicht das, genauso wie ich auch Wissenschaftler habe oder Ärzte habe als Patienten, die erreicht das auch. Aber was ist der Schlüssel? Hier im Herzen. Die Liebe ist der Schlüssel und da sind wir alle gleich. Es gibt da keinen Unterschied. Und wenn ich die Liebe aktiviere, bin ich zu allem imstande, auch um einen Körper wieder zu heilen, um meine Umgebung zu heilen, um wieder Freundschaften, die kaputt gegangen sind, wieder zu heilen. Also die Meditation ist viel mehr wie nur ein Mittel, um den Körper zu heilen. Und das ist das, was ich so schön finde bei dem Ingo. Das Herz von ihm, der hat so ein wunderschönes, liebevolles Herz, das entdeckt man dann. Ingo, machst du dann die Meditation für dich allein? Weil das geht ja auch also oft in Kombination mit anderen Menschen. Also das Meditieren selber mache ich meist allein, aber nicht zuletzt durch Freundschaften und wirklich ein gutes soziales Netz, wo ich mich natürlich auch aus. Und wir reden dann tatsächlich über so eine Sachen wie, schau mal, wie die Sonne scheint oder wie die Wolken aussehen oder so. So Dinge, auf die ich mich früher in der Form niemals eingelassen hätte. Und da prägt man natürlich in irgendeiner Form auch seine Umwelt. Und das ist ja eine ewige Wechselwirkung mit, sei es gute Freundinnen, gute Freunde, wen man da so um sich rum hat, aber die Meditation selber, die begleitet einen sowieso nonstop. In irgendeiner Form greift sie in alle Bereiche ein. Bei mir war das zum Beispiel so, dass ich ich musste dann mein Haus verlassen, weil ich keine Treppen mehr steigen konnte und so. Ich musste mich völlig neu aufstellen. Ich wohne jetzt also woanders. Wunderschön übrigens, aber eben erstmal ungewollt schiebt sich alle durcheinander und dann muss man mit Augenmaß, mit guten Sozialkontakten, mit einem stabilen Netz, was einen hält, und Leuten, die einem zum Beispiel den Zoom-Zugang hier einrichten,
kann man dann bequem, schön und froh weiterleben. Wie erklären sich eigentlich deine Ärzte, dass du nach 2 Jahren, die Diagnose war ja paar Wochen, gell? 5 Wochen, oder? Ja, zwischen 6 und 12 Wochen hat man mir gegeben. Das war aber noch in einem anderen Krankenhaus. Dann bin ich viele Umwege in die Charité gekommen. Da bin ich gleich operiert worden, wie gesagt, lebensrettend. Und jetzt bin ich in einem Monitoring drinne. Das heißt, zu all diesen Sachen, die ich mir selber angedeihen lasse, und ich habe glücklicherweise die Zeit, zu all diesen Sachen kommt, dass ich immer noch in der Schulmedizin verankert bin, in Form einer sogenannten Immuntherapie, die nicht ohne ist. Da kriegt man jeden Monat einen Check und eine Infusion. Und ich halte die auch nicht für schlecht oder verkehrt, weil in dieser Gesamtheit dieser ganzen Konzepte, das sind mehrere Sachen, die sich tatsächlich in der Mitte treffen, und in dieser Mitte stehe ich. Und diese Dinge lasse ich alle zu, in der Überzeugung, dass sie mir gut tun. Und ich glaube, das ist auch so ein Dreh- und Angelpunkt, dass man selber, man muss wollen. Man muss es unbedingt wollen. Und es kann so schwer nicht sein, leben zu wollen. Also man darf einfach nicht aufgeben, ist meine persönliche Meinung. Und dann ist immer irgendwas drin. Es ist immer Bewegung im Leben. Es ist nie statisch, und daraus erwächst unter Umständen, nach meiner tiefen Überzeugung, Fortschritt und Weiterkommen und zum Teil auch sehr angenehme Umstände. Ich werde wahrscheinlich niemals, man soll es nicht sagen, aber wahrscheinlich niemals geheilt sein. Aber wenn der Status, den ich jetzt habe, wenn dieses Stadium so verharrt und meine Gäste mich nicht ärgern, dann kann ich damit sehr gut leben und kann auch Glück empfinden und Zuversicht und Optimismus. Das sind ja Dinge, die in der heutigen Zeit oft leiden. Ja, Wolfgang, jetzt, ich habe schon ja ein paar Patienten von dir, oder ja, Anwender, gell, ja, sagt man ja Anwender, am besten, ja, kennenlernen dürfen. Was aber alle gemeinsam haben, ist diese unglaubliche, ja, wie Motivation, ja, Lebensfreude, ja, Kraft, ja, so eine Zuversicht. Ja. Und war das schon, kommen nur so Patienten zu dir, die das schon mitbringen? Nein. Oder es ist so, die Patienten, die zu mir kommen, leben in allererster Linie in der Angst, und die Familie, die sie mitbringen, auch. In dem Moment, und das ist doch eigentlich ganz logisch, meine Meditation führt aus der Angst, und wenn du aus der Angst raus bist, dann kannst du kämpfen. Und das ist ganz wichtig. Dann hast du Visionen. So wie der Ingo auch, der schaut nach vorne, der lebt jeden Tag, ja, in diesem Gebet, dieses Einführungsgebet, nur der Augenblick zählt. Jeden Tag freut er sich auf den nächsten Tag, und so kriegt er auch die, oder behält er auch die Kraft und die Motivation, um weiterzugehen. Und das ist wiederum genau das Mittel, was wir brauchen, den Körper zu heilen. Wir brauchen etwas, was ganz wichtig ist, ein Element, was uns aus der Angst herausführt. Mhm. Und das ist das, was ich damit vielen Menschen schon angeboten habe, und dem Ingo auch. Und der Ingo hat dieses Angebot für sich umgesetzt. Es gibt viele, die noch verschiedene Elemente dazufügen, aber das ist ganz individuell. Das muss jeder für sich wissen. Wichtig ist, oder was du beim Ingo auch gesehen hast, die Kraft, die man wieder bekommt, um herauszukommen aus dieser Situation. Und das hat er, und deswegen kommt er auch raus. Wenn jetzt Zuschauer wirklich so eine schwerwiegende Diagnose bekommen, gibt es was du wirklich denen auch mitgeben möchtest aus deiner Erfahrung jetzt, dass man sich vielleicht auch manche Prozesse ein bisschen erleichtert oder nicht so lange drin bleibt? Man kann den Leuten sicherlich keine Abkürzung zeigen oder so. Aber so im Privaten ist es ja auch so, diese Krankheit ereilt ja einige Leute, und ich habe das große Privileg, dass Leute auf mich zukommen und sagen, kannst du mal mit denen reden? Du bist doch so, und du gibst denen bestimmt Hoffnung und so. Und wenn wir das jetzt mit diesem Medium hier zum Beispiel vermitteln können, also ich kann nur, Wolfgang, ich hoffe, du verzeihst, dass ich sage, ich kann nur sagen,
nehmen Sie Kontakt mit dem Wolfgang Mali auf. Der hat ein großes Schlüsselbund und fröhlich die Schlüssel, die einem eine Tür öffnen, die man vielleicht unter Umständen allein nicht findet. Und da bin ich dem Wolfgang auch sehr dankbar für. Wie gesagt, es trägt mich immer wieder und ich suche auch immer wieder den Kontakt zu ihm. Das ist überhaupt nicht zu bemessen oder zu beziffern, was da für Hilfe kommt. Unabhängig von, wie gesagt, vielen anderen Dingen, man muss da sicherlich seinen Weg finden, aber das ist ein äußerst probates Mittel und ich kann es nur uneingeschränkt empfehlen. Uneingeschränkt. Der Beweis bin ich selber und der Beweis ist mein Leben. Und wie gesagt, wir haben leider kein Vorher-Nachher. Wenn Sie mich in der ersten Zeit, in der Wolfgang mich kennenlernen musste, gesehen hätten, das waren üble Momente. Das waren wirklich Dinge, an denen ich fast zerbrochen wäre. Und wie gesagt, deshalb bin ich auch so froh und auch sehr dankbar, ohne dass es jetzt zu plakativ klingen soll, dass ich den Wolfgang kennenlernen durfte. Aber ich glaube, ich bin ja auch so ein Mensch, ich glaube nicht unbedingt an Zufälle. Das sollte dann auch so sein. Und glücklicherweise hat unser gemeinsamer Bekannter mir diesen Hinweis gegeben, mit dem Wolfgang Kontakt aufzunehmen. Ich kann es nur jedem empfehlen. Wolfgang, verzeih, jetzt werden wahrscheinlich alle Ingo, kein Problem, kein Problem. Es wird alles so kommen, wie es kommen soll. Und wenn viele kommen, dann werde ich auch die Kraft haben, um vielen zu helfen. Also ja. Da bin ich. Du bist so ein Leitbild, Wolfgang. Das ist unfassbar. Du hast mir so viel mitgegeben. Ich bin beschwingt durch ganz Deutschland wieder hier rüber gefahren und war guter Dinge. Und das muss erstmal einer schaffen. Und schön ist halt auch, wenn wirklich dann wahrscheinlich Pflegekräfte oder auch Personal oder auch Menschen, die das aus freien Stücken helfen, einfach beherrschen können. Gell? Das ist nachher vielleicht einfach als Multiplikator, dass man es jetzt nicht auf Wolfgang als Person beschränkt, sondern einfach die Methode. Ja, die Methode. Ja. Wir müssen es genauso machen, wie wir es hier gerade machen, mit Ihrem Medium einfach in die Breite tragen und tatsächlich so ein bisschen Lichter anzünden und die Leute nicht im Dunkeln und in Elend und fürchterlicher Angst und Existenz stehen lassen. Und wenn wir das schaffen heute oder auch an anderen Stellen, dann machen wir feine Sachen. Dann sind wir auf einem meiner Meinung nach tollen Weg. Ja, vielen Dank, Ingo, für deine Geschichte und deine Zeit vor allen Dingen. Ich habe zu danken. Also erstmal bin ich natürlich froh, dass ich den Wolfgang heute mal sehen konnte. Und es war auch wunderschön, mit Ihnen zu plaudern. Und ich hoffe, es war nicht zu, was ich Ihnen gesagt habe. Wir könnten uns da sicherlich noch Stunden austauschen. Aber ich glaube, wir haben die Essenz dessen, um was geht hier heute, schön benennen können, oder? Für mich war auf jeden Fall das Beeindruckende, mit so einer Diagnose zu so einer Power und Motivation zu kommen. Deswegen glaube ich auch ganz fest dran, dass da dein Weg definitiv noch in eine sehr, sehr viel befreitere Richtung geht. Das ist ja immer dann, wir nennen es die Schulmediziner Spontanremission. Wenn man es nicht erklären kann, gell? Ja, genau. Ja. Und das wünsche ich dir von Herzen. Ich habe zu dem Professor der Charité gesagt, ich möchte, dass irgendwann mein Bild an der Wand hinter Ihnen hängt und Sie anderen Leuten mit dem Finger auf mein Bild zeigen und sagen, es gibt tatsächlich Wunder und es gibt Wunder. Die gibt es, das stimmt. Schön. Danke, Ingo. Ingo, vielen Dank. Danke dir auch. Danke, lieber Wolfgang, dass ich mich an der Stelle hier mal verwenden konnte. Hat mich gefreut und wir werden es sicher nochmal sehen. Also, tschüss, mein Lieber. Lieber Wolfgang, auch dir vielen Dank. Gerne. Für die tollen Gäste und die Methode, die wirklich den Menschen Kraft und Zuversicht. Ich finde es so wichtig, dass die Menschen und so wie der Ingo auch, die Menschen, Ingo vermittelt den Menschen auch, wenn du in deiner Kraft bleibst, in deinem Glauben, hast du eine Chance. Das ist so wichtig. Ja, danke schön. Bitte.
Liebe Zuschauer, ja, ich hoffe, Sie konnten auch eine Motivation wirklich für sich bekommen und auch diese Meditations- ja, Technik ist für jeden geeignet. Es sind nicht zwingend schreckliche Diagnosen dafür zuständig oder notwendig, um einfach auch ein positives Leben anzusteuern. Vielen Dank, bis bald und tschüss.